Kopf. Er hat den Mund sehr voll genommen. Aber vielleicht ist er doch nervöser, als man so gedacht hat. Er hat vorher eigentlich ein Interview zugesagt, hat es dann kurzfristig abgesagt. Also da geht ihm jetzt doch mehr durch den Kopf, als er zugeben will. Was für eine Kulisse und was für eine große Chance für ihn, der erste mexikanische Schwergewichtsweltmeister zu werden, den es gegeben hat. Die Nummer 1 der Rangliste des World Boxing Council. Auch Mike Tyson freut sich auf das Duell, das haben wir schon gehört. Er lässt sich feiern, er muss das aufsaugen. Man sieht da Schweißperlen auf der Stirn, das ist wichtig, weil er gleich loslegen will, weil er nicht kalt erwischt werden will gegen Vitali Klitschko, der natürlich diesen Kampf operieren wird, der versuchen wird, gleich zu Beginn die Distanz zu finden und ihn gar nicht rankommen zu lassen. Den Herausforderer, den Albtraum, Nightmare Areola. Und jetzt warten wir auf den voll konzentrierten Weltmeister. Im Hintergrund der WM-Gürtel. Und so ist man das gewohnt. Ein konzentrierter Blick und die Wangenknochen, die malen bei Vitali Klitschko. Und es wird sein 10. Weltmeisterschaftskampf. 7 Siege, 2 Niederlagen bislang. Und Areola stellt sich da schon mal in die Ecke und will Vitali Klitschko gleich in Empfang nehmen. Der muss jetzt wenige Zentimeter an ihm vorbei und da kommt sofort die Security und schiebt ihn ein bisschen zur Seite, den guten Chris Areola, damit es da nicht sofort zu einer Konfrontation kommen kann. Also natürlich geht es um die Psyche und natürlich geht es auch um die Psychospielchen. Aber lässt sich Vitali Klitschko davon aus dem Konzept bringen? Michael Buffer. Welcome to Staples Center, Los Angeles, California, USA. Where tonight, K2 Promotions, in association with Goose and Tudor Promotions, is proud to present the main event of the evening, 12 rounds of boxing for the World Boxing Council Heavyweight Championship of the World. Sponsored by Viva Mexico, it's time to go into action. Sanctioned by the WBC President Jose Suleiman and the California State Athletic Commission Chairman Tim Noonan. At ringside, the three judges scoring this bout on the 10-point system, from Italy, Guido Cavalieri, from Thailand, Anik Hamtongkam, and from Japan, Ken Morita. And inside the ring, the man in charge of the action at the bell, veteran World Championship referee, John Shorley. And now for the thousands in attendance here at Staples Center, Los Angeles, California, may the best man be victorious. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Corner, wearing black with silver. Official weight, 251 pounds. Or 113.85 kilograms. His professional record, a perfect one. 27 fights, 27 victories, including 24 knockouts. Tonight, this fighter is proud to represent his Mexican-American heritage as the challenger from Riverside, California, by way of East LA. The undefeated WBC number one ranked heavyweight contender in the world, La Pesadilla, Cristobal, the Nightmare.
officially weighing in at 252 pounds, or 114.3 kilograms. His professional record, 37 victories with 36 knockouts and only 2 defeats. His KO to victory ratio is the greatest in heavyweight champions history. From Kiev, Ukraine, and Hamburg, Germany, the reigning, defending, 2-time WBC heavyweight champion of the world, Dr. Eisenfaust Tucker Iron Fist, Vitaly Klitschko. Erst also einige Buhrufe, aber zum Ende dann und noch der verdiente Applaus für den Weltmeister, für Vitali Klitschko, der in diesem Duell der 6:1 Favorit ist. Also doch mehr als deutlich. Ringrichter John Shawley, 48 Jahre alt. Okay, Mr. Klitschko, Mr. Areola, this fight is for the WBC Heavyweight Championship of the World. In a good, clean fight. Obey my commands and protect yourselves at all times. Touch gloves, good luck. Die letzten Instruktionen, dann gab es also noch mal die 2-3 Hinweise aufs Regelwerk. Es wird nicht im Stehen angezählt. 3 Niederschläge in einer Runde bedeuten nicht automatisch das Kampfende. Was wird Cristobal Areola hier gleich probieren? Man erwartet also, er will ranspringen. Es muss so sein, dass Vitali Klitschko es eben nicht schafft, seine Führhand zu etablieren. Aber kann er das wirklich schaffen? Theorie ist die eine Sache, aber das hier ist die Praxis. Und sofort kommt die Linke durch von Vitali Klitschko. Und wieder die Deckungsarbeit, da hängt die Führhand ganz tief und die Rechte auch nicht viel höher. Er will den Gegner noch zusätzlich ziehen. Areola soll das Gefühl haben, dass er sich das ruhig erlauben kann, ranzugehen. Das ist natürlich verlockend. Da oben ist der Kopf total frei. Da könnte man einen Treffer setzen, wenn man denn hinkommt. Versuch zum Körper. Und schön diese Linke. So eine Mischung aus dem Aufwärtshaken und dem Seitwärtshaken, die da schön reingeschlagen wird an den Kinnwinkel. Und am Anfang natürlich ohne sonderlich viel Kraft, um dann die Rechte vorzubereiten. Und wieder. Und da sind jetzt die Fans von Vitali Klitschko und die Anfeuerungsrufe für ihn. Und der Ansturm von Areola, auf den wartet man im Moment noch. Nochmal kommt die Linke durch. Wo ist die Beweglichkeit im Oberkörper, von der er gesprochen hatte? Die Beweglichkeit, den Kopf wegzunehmen, wenn da die Schläge heranfliegen. Gute Arbeit von Vitali Klitschko. Und da war die Rechte schon mal. Gut geblockt, die Rechte von Areola. Vitali versucht, die Deckungsarbeit zu stören von Areola, versucht die Deckung da wegzuwischen. Gutes Tempo. Und wieder kommt die Linke. Also die Linke von Klitschko trifft gut, sie trifft genau. Und sie schafft es, dass Areola draußen stehen bleiben muss. Also das, was er sich vorgenommen hat, konnte er hier bislang noch überhaupt nicht umsetzen. Und schön weggegangen, schön ausgewichen von Vitali Klitschko. Gute erste Runde. Zweite Runde.
auf 12 Runden angesetzt, die Weltmeisterschaft im Schwergewicht, Version WBC, World Boxing Council für Vitali Klitschko. Der zweite Albtraum, gegen den er in den Ring steigt. Der erste, Samuel Peter, nannte sich auch Nightmare Albtraum. Und das ging ja mehr als gut, da wurde Klitschko wieder Weltmeister, schlug ihn in der 8. Runde. Und hier nun der nächste Boxer mit dem Spitznamen. Und guter Treffer. Bringt die linke unter, bringt die rechte unter. Das sind die Momente, die Areola nutzen muss, wo er mehr draus machen will. Wenn er nah dran ist an Vitali Klitschko, dann die Kombination zum Körperschlagen. Versuchen, Vitali Klitschko müde zu machen, zu hoffen, dass der 38-jährige Körper die Belastung nicht aushalten wird, wenn es über die lange Distanz geht. Vitali macht das gut. Er geht nicht einfach nur nach hinten weg. Der bewegt sich gut auch zur Seite. Und da hat man es einmal schön gesehen. Areola, der musste da einmal gucken. Wo steht denn dieser Klitschko einfach eigentlich? Wie viele dieser Treffer kann er wegstecken? Cristobal Areola. Gute Rechte. Klitschko im Moment leichtfüßig, sehr beweglich. Ja, also er muss mindestens ein, zwei Treffer nehmen, Areola, um da ranzukommen, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, einen eigenen Treffer ins Ziel bringen zu können. Aber häufig genug lässt er wieder noch verstreichen. Er will hinterher. Und es kamen die Rechte von Klitschko, aber auch nicht sauber getroffen. Und ein bisschen verzweifelt sein, das was Areola probiert. Ja, diese Rechte nur geschoben, da war keine Kraft dahinter. Einmal kurz Areola, als ob er sagen will, das war zwar ein guter Treffer, aber ich kann die locker wegstecken. Aber was nimmt er hier schon in der zweiten Runde? Die letzten Sekunden, wiederum natürlich eine Klitschko-Runde. Also halt die Deckung oben, sagt Henry Ramirez an die Adresse seines Boxers Cristobal Areola. Du musst die Deckung geschlossen halten, du kassierst zu viele Treffer. Und Fritz Dunek in der Ecke von Vitali Klitschko mehr als zufrieden. Bei Areola muss man richtig ans Handwerk und sagen Deckung zu. Und bei Klitschko geht schon ans Feintuning, wie man jetzt noch besser treffen kann. Auch das sind die Unterschiede in diesem Duell. Mit Ansage diese Rechte. Sogar mal ein Körpertreffer von Vitali Klitschko, das was Areola ja eigentlich angekündigt hatte. Der wollte sich kleiner machen, aber er steht da und kassiert viel zu viele Treffer. Es ist so schwer, Vitali Klitschko sauber am Kopf zu treffen. Und wenn man mal durchkommt, dann kommt sofort der Konter. Vitali geht viel links rum und hat deswegen natürlich auch Schwierigkeiten, die Rechte sauber ins Ziel zu bringen, hart ins Ziel zu bringen.